Ralf Herbel, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Ja, wir sind auf der Strecke B50 Richtung Hinzerter Kreuzung im Hunsrück und dann haben wir zu einem PKW-Unfall mit einer eingeklemmten Person. Ja. Also die Lage hat sich relativ schnell entspannt, da keine Person eingeklemmt war. Die Einsatzstelle war relativ groß, weil die beiden verunfallten Fahrzeuge ca. 200 Meter bis 250 Meter auseinander sind. Ein Fahrzeug hat im Straßengraben auf der Seite gelegen, das andere Fahrzeug auf der Straße. Ja, aktuell, sag ich mal, ist die Polizei noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt. Es ist noch nicht ganz klar, wie es genau zum Unfall kam. Mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort aus der Verbandsgemeinde Bernkastel, die Feuerwehr in Long kam, der Einsatzleitwagen und die FEZ war besetzt und wir wurden unterstützt von der Verbandsgemeinde Moorbach, von der Feuerwehr Moorbach.